auf, liebe Schalker! Heute besuche ich mit euch das Schalke-Museum und berichte von meiner größten Pokalstory, die ich je erlebt habe, mit dem Cup-Gewinn 1997. Kurz vor Schluss erzielte Zamorano das 1:1 und wir mussten in die Verlängerung. Da kamen wir durch zum Elfmeterschießen und der beste Schütze Ingo Anderbrügge hat ihn gleich reingemacht. Paluca hatte keine Chance. Zamorano hat verschossen, ich meinen reingemacht, dann Winter verschossen und am Ende musste nur noch Marc Wilmots eiskalt verwandeln. Das hat er natürlich getan und ich konnte den Pokal hochheben. Der schönste Tag in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde. Jetzt habt ihr meine Pokalstory gehört, aber ich möchte von euch wissen, der größte Cup-Gewinn und die Geschichte dazu. Geht bitte auf www.volkswagen-gewinnspiel.de und schickt uns ein Bild von eurem Pokal und eure Geschichte, egal ob Fußballverein, Handball oder Schützenverein. Die Einsender der interessantesten Cup-Stories besuche ich mit meinem Cup-Sondermodell persönlich. Und wir präsentieren die Geschichten auf Schalke TV. Und natürlich prämieren wir die besten Cup-Stories auch. Und zwar mit VIP-Tickets für Schalke Heimspiele natürlich. Volkswagen sammelt eure Pokale und stellt sie in einer virtuellen Pokalvitrine am Schalker Trainingsgelände aus. Also, holt eure Pokale hervor und erzählt uns auf www.volkswagen-gewinnspiel.de eure besten Cup-Geschichten. Und mit etwas Glück besuche ich euch mit dem Cup auf Schalke. Glück auf!